Willkommen zurück zu Deltarune, Chapter 2. Wir haben Rolzer wieder getroffen und sind in die Dark World zurückgekehrt aus Kapitel 1. Jetzt sollen wir in den östlichen Klassenraum laufen und dort den Kram zusammensammeln, den wir in Kapitel 1 so erlebt haben. Aber erstmal gehen wir zu diesem Trinkbrunnen. Er ist lauwarm. Und dann gehen wir nochmal hin. Jetzt ist er nicht mehr so warm. Jetzt ist er richtig schön kühl. Ihr scheint aber nicht der Weg zum alten Klassenraum zu sein. Okay, man lässt uns hier scheinbar gar nicht durch. Also gehen wir hier nicht nochmal die Räumlichkeiten erkunden, wie es aussieht. Ja, schön hier. Da ist also unser alter Kram. Was ist eigentlich, wenn wir unsere Mutter anrufen? Niemand geht ran. Okay, gar nichts. Du sammelst all den Müll vom Boden auf. Und hast dir einen riesigen Staubball geformt. Wunderschön. Es ist wunderschön. Wir können durch die Tür trotzdem nicht zurück, ne? Ne, können hier auch nichts untersuchen. Das Ding haben wir an der Wand gelassen. Du hast es geschafft, alles in den Schrank zu räumen. Selbst den Teppich. Da waren wir ja fleißig. So leise hier alles. Ring, ring. Ah, was? Jetzt geht's daran? Okay. Ich wollte eigentlich nur ein Geräusch erzeugen. Aber okay. Ah, Chris. Gehst du zu deinem Projekt? Oh. Fragst du mich nach Hilfe? Ich werde unsere zu Hause was selbstgemachten, riechenden Klebestifte suchen. Oh, du hast schon einen Partner diesmal? Chris, das ist wunderbar. Ich hoffe, Sie mögen Butterscotch-riechende Klebestifte. Klick. Wow. Können wir damit durch die Schule rennen? Das ist ja schon wieder. Hat die gerade mit uns telefoniert, während die neben Alphys stand? Was ist denn, wenn ich die jetzt anrufe? Ring, ring. Oh, Entschuldigung. Ich scheine gerade einen Anruf zu bekommen. Chris, was ist los, Liebling? Was? Du hast einen Müllorb gemacht? Könntest du mir erklären, was du damit meinst? Chris! Gib das Telefon nicht an mich! Oh, du gehst später in die Bibliothek? Nun, danke, dass du mir das dieses Mal sagst. Hab eine schöne Zeit. Klick. Cool, können wir nicht darüber gehen? Und wie macht Chris sich? Machen sich großartig, Tori? Einer meiner Lieblingsschüler, ein echter Star. Ah, oh, wie wunderbar. Sie haben doch in letzter Zeit nichts angestellt, oder? Ah, nein, sie waren... Das ist normal! Nun, das ist erleichternd. Ich hab mich nur... ich bin in letzter Zeit ein wenig besorgt. Nur in letzter Zeit? Naja, nimm's nicht so... mach's dir nicht so schwer, Alphys. Ich feuer dich immer an, okay? Danke. Wir können Mom jetzt nicht rausfinden lassen, dass du einen riesigen Müllorb auf dem Kopf balancierst, aber ich hab's doch gerade schon am Telefon erzählt. Ach, schön. Kann ich nochmal anrufen, so spaßenshalber? Ring, ring. Chris, keine Sorge wegen der Bibliothek. Klick. Ja. 1000 extra Dialoge wieder in diesem Spiel. Na dann, los geht's. Bringen wir mal unseren Müllorb weg. So schön ist es, den auf den Kopf rumzuschleppen. Hey Chris, also wo sind alle... Hä? Ah. Yeah, Lancer. Jetzt rate mal, wer wieder da ist, der Clowns. Lancer. Hey Chris, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber hell yeah. Alle sind hier. Ist ja wie Smash Brothers. Aber, was ist denn mit Lancers Schloss passiert? Alles futsch! Futsch? Richtig. Als Chris die Fontäne versiegelt hat, ist die Dark World verschwunden. Und ist wieder in einen normalen Klassenraum zurückverwandelt worden. Also, wo wird Lancer jetzt leben? Keine Sorge, Susie. Wir werden einfach Ralsei's Schloss als unser eigenes erobern. Sinnvolle Schlussfolgerung.
Chris, als du die Dark Worlds Bewohner hierhin zurückgebracht hast, hat die Kraft der Fontäne diese Stadt mehr und mehr transformiert. Von jetzt an, wenn du Gegner sparst, werden sie in unsere Stadt rekrutiert. Also sperren wir weiter Gegner, okay? Wie dem auch sei. Komm, schauen wir uns nicht alle mal in Ruhe um. Wir können nach Norden in Richtung des Schlosses gehen. Ich habe eine ganz besondere Überraschung, die ich euch da zeigen möchte. Aha, nicht wenn ich mich zuerst selber überrasche. Der Letzte da ist ein frisches und riechendes Ei. Lanz aber mit seinen großartigen Sprüchen. Komm schon, Chris. Willst du, dass er uns schlägt? In erster Linie will ich erstmal hier mit allen Leuten quatschen. Das sieht so aus, als haben wir erstmal die ganze Stadt zu erkunden. Da fangen wir einfach mal irgendwo in der Ecke an. Hi. Dieser Typ hier scheint das Leben immer mehr zu genießen als ich. Vielleicht ist es, weil er auf einem höheren Level ist. Who knows? Danke an euch, Commander. Wir wurden befreit. Hiermit erkläre ich den heutigen Tag zum nationalen Schinken-Sandwich-Tag der Unabhängigkeit. Cool. Ich hätte gern ein Schinken-Sandwich. Ja. Oh, willkommen in Alextown. Können wir die umbenennen? Oder so habe ich gehört, dass sie genannt wird? Mhm. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Auch willkommen an mich, aha. Wenn ich darüber so nachdenke, dass wir jetzt hier leben. Die Leute hier haben übrigens, wie ich mal festgestellt habe, andere Dialoge und ein bisschen zumindest, wenn man einen Spielstand spielt, der vorher kein perfektes Ending in Kapitel 1 gekriegt hat. Dann reden die Leute hier unter anderem darüber, wie wir sie beim ersten Treffen angegriffen haben und solche Dinge. Außerdem kann es, glaube ich, sein, dass wir dann nicht alle Leute in der Stadt haben, wobei ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin. Ach, den Typen kann man immer so schlecht übersetzen. Ihr habt transplantiert uns zu eurer Schlossstadt. Und wahrlich, eine wunderbare Schlossstadt ist es. Aber oh, etwas sei fehlend, es fühlt. Könntet ihr vielleicht es bringt den bösen Herrscher oder ein Dinges? Lanza hat mich als Vizevater benannt. Des Weiteren tue ich alle das Kochen und Reinigende. Vielleicht sollte ich einen neuen Arbeitgeber suchen. Solltest du vielleicht, Rulecard. Hey, Hathi. Sieht aus, als würde Hathi diesen Ort mögen. Schön. Sie hofft, dass du genügend Betten zum Inspizieren findest. Sonst wirst du deinen Betteninspektor-Titel verlieren, wenn du nicht genügend Betten inspizierst. Das wäre natürlich grauenhaft. Ich will meinen Betteninspektor für immer behalten. Mamma Miba, willkommen zur Top-Bäckerei. Unser Spezialkoch dreht gebackene Güter auf dem oben auf seiner Klasse. Also er backt auf dem Kopf. Mein Gott. Ist er gar nicht hier drin? Hey Lanza. Hau hau, ich bin Chefkoch Lanza. Probiert meine deliziösen handgeformten Kekse. Die sind umsonst für einen Preis. Was ist der Preis? $0. Sure, gib her. Ich benenne euch nun Keks und Frau. Lanza Cookie wurde in unser Lager gelegt. Okay, cool. Lanza Kekse, willst du einen? Du hast schon genommen einen Keksi. Warte, ich regeneriere noch vom letzten. Mr. Schmied ist auf jeden Fall hier. Nun, willkommen in der Top-Bäckerei. Ich bin der Bäckerschmied Malius. Ich weiß nicht, was diese merkwürdigen Werkzeuge sind. Aber mit meinen Skills kann ich eure Items in ein neues fusionieren, was? Was kannst du bitte? Ich rede erstmal mit ihm. Brot, was ist diese Technik, von der du sprichst? Gerne nicht. Kannst du uns reparieren? Euer Körper ist auch eine Waffe. Ihr müsst euch von Zeit zu Zeit drum kümmern. Huha! Fühlt meine Technik! Immer schön. Konnte ja in Kapitel 1 auch schon.
Irgendwie wurden alle HP regeneriert. Nun, fühlt ihr euch nicht besser nach dieser netten Massage? Huh, ha. Fusionieren. Wir können zwei DD-Burger fusionieren. Wir können zwei Amber-Cards fusionieren. Wir können ein Pink Ribbon und ein White Ribbon fusionieren. Haben wir die überhaupt noch? Ein Spike Band für Glow Wrist und Iron Shackle. Tension Bow, B-Shot Bowtie und Tension Bit. Twisted Swoot, ein komisches Schwert für Thorn Ring und Pure Crystal. Okay. Spannend. Gut. Was haben wir denn? Wir haben theoretisch zwei Amber Cards. Die sind jetzt auch nicht so geil, die Amber Cards. Susi lässt uns die wie immer nicht nehmen. Aber wir können die beiden Amber Cards hier nehmen. Und die fusionieren. Wir haben noch das White Ribbon. Und ansonsten können wir Burger fusionieren, wie es aussieht. Machen wir eine Silver Card aus den beiden Amber Cards. Huha, fühl meine Technik! Du hast eine Silver Card erhalten. Dann fusionier doch mal die ganzen DD-Burger, schätze ich. Seinen DD-Burger erhalten. Davon haben wir mehr als genug mitgebracht aus Kapitel 1. Das sind die besten Heil-Items, die wir da drüben gekriegt haben. Dementsprechend haben wir auch so viele davon. Fusioniere! Seinen DD-Burger erhalten. Fusioniere! Ein DD-Burger erhalten. Ich glaube, das war's. Ja, jetzt haben wir DD-Burger. Es ist der doppelte Dark-Burger. Braucht zwei Bissen, um fertig aufgegessen zu sein. Sehr platzsparend. Außerdem halt der Spin-Cake, Revive Mints, Club Switch. Eine gute Sache. Außerdem 120 Heilung durchs Light Candy. Jo, wir haben den Shadow Crystal, unser Order's Handy. Dann rüsten wir die Silver Card doch direkt wieder aus. Die scheint, ja, gibt zwei Verteidigungen und plus 5% Geld Drops. Sure. Kann man sich nicht zu sehr beschweren, schätze ich. Besser als gar nichts. Ja gut, was ist denn das Party Dojo? Party! Wo ist die Partymusik? Wow, unser Haus ist ein Dojo? Das bringt mich dazu, kämpfen zu wollen. Können wir hier verschlafen gehen? Es ist eine Party jeden Tag. Ich bin der Älteste. Und ich bin der Älteste. Wir sind alle gleich alt. Hehe, sieht so aus, als wäre Kämpfen nicht in den Karten für uns. Glück für dich. Hoff einfach mal, dass du meine Freunde nicht triffst. Okay, bist du gefährlich, ja? Kämpfen wir irgendwann noch gegen dich? So in Kapitel 18. Endlich ein Dojo für Leute mit normalen Formen. Ich werde mich selbst für das Turnier trainieren. Viel Spaß, Boxer. Ich bin der Kampfmeister. Frag mich über Kämpfe. Doch. Wir haben unser monatliches Spendenziel erreicht. Ich werde jetzt über unser Loch reden. Es war dunkel. Gefüllt mit dunklen Dollern. Gefüttert von Abonnements von unseren Folgenden. Hart arbeitende. Keine Bank. Keine. Keine Leihgaben. Wir haben. Was? Wir haben eine Einheit von Legalität erhalten. Danke für deine Spende. Ja. Ja, ist korrekt. Wir haben ein Dark Dollar gespendet, wie sich das gehört. Wir sind großartig. Was ist das hier? Es ist ein Bett für drei Leute, in dem eine dreiköpfige Person. Oder ein Bett, in dem eine dreiköpfige Person schlafen kann. Also ist das hier sein Zuhause, ja? Hey, Boss! Boss! Hey! Ich bin so froh, dass ich einen guten Boss habe. Ich könnte eine Träne verschütten. Aber ich werde es nicht. Ich bin am Arbeiten. Ich weine zu Hause. Mit den Kindern.
Boss, du bist stark. Aber es gibt immer Zeit zu lernen. Der nächste Schritt nach den Tutorials ist Training. Also ich und die Jungs, wir haben uns zusammengeschlossen für ein Dojo. Schaff unsere Kampf-Challenges und kriege fabulöse Preise. In der Zwischenzeit könntest du vielleicht ein bisschen stärker werden. Wir werden dich stärker machen, Boss. Sicher? Was haben wir denn hier? Lerne zu kämpfen wie ein Champ. Jigsaw Joe. Verkriegen wir Joes Lebensersparnisse. Okay. Sicher. Boss! Du kannst Acton und Spern in der gleichen Runde. Wenn du weißt, dass Chris Act 100% Mercy geben wird, dann kannst du Spare in derselben Runde mit Susie oder Ralzer benutzen. Ach was. Check, Shave. Checken wir ihn doch erstmal. Und dann verteidigen wir uns mit den anderen beiden. Jigsaw Joe. Vermöbel ihn, um seine Lebensersparnisse zu bekommen. Boss! Hör da nicht drauf! Das ist der falsche Act! Der falsche Act! Jigsaw Joe jiggt rein. Dann rasieren wir ihn mal. Rasieren wir ihn weg. Du hast Jigsaw Joes Stoppel wegrasiert. 100%. Zu sehr Jigsaw Joe gesperrt. Ah, Boss, du sperrst mich? Jetzt warte mal eine Sekunde. Ich wollte ihn noch an irgendwas anderes erinnern. Boss! Das funktioniert genauso, wenn du den Gegner müde machst. Wenn dein Akt damit endet, dass der Gegner müde ist, dann benutze Rotsays Pacify einfach sofort. Oder wir könnten ihm eine Schlafgeschichte erzählen und dann benutzen wir Pacify. Susie hat dem Gegner eine Gute-Nacht-Geschichte über sie vermöbeln erzählt. Der Gegner ist jetzt müde geworden. Also benutzt Pacify. Das ist geschafft, Boss. Wenn du es schaffst, den Gegner sofort zu sperren, dann werden Kämpfe viel schneller vergehen. Und das war's. Ein großartiger Kampf. Wie versprochen, hier ist deine Belohnung. Du hast Joes Lebensersparnis erhalten. $1. Yeah, wir haben den Inhalt unseres schwarzen Lochs wiederbekommen. Hey, könnten wir mal mit dir darüber sprechen, dass wir das Geld wiedergekriegt haben? Nein. Punkt, Punkt, Punkt. Danke für deine Spende. Scheinbar stört ihn das nicht, dass wir es wiedergekriegt haben. Okay, was haben wir noch? Die Grace Challenge 1. Bekomme 100% TP, ohne getroffen zu werden. Du kannst es schaffen, Boss. Da kriegen wir 100 Dark Dollars für. Grace! Ich hab's nicht geschafft. Challenge, nochmal. Ich wurde erfolgreich getroffen, also müssen wir das ja wohl nochmal machen. Ich glaube, ich benutze mal hier den neuen Slowdown-Button. Irgendwann wurde in das Spiel nachgepatcht, dass man sich langsamer bewegen kann. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht hier für solche Challenges. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Das macht's viel einfacher, an denen vorbei zu grazen. Yay! So. Ein unglaublicher Kampf. Wie versprochen, hier ist deine Belohnung. Du hast 100 Poké-Dollar, Dark-Dollar. Hey Boss, wie kann ich dir helfen? Wir haben immer noch eine Challenge, nämlich Clovers Rematch. Dafür kriegen wir ein Club-Sandwich. Clover hat nicht mehr Geburtstag. Dieses Mal wird Clover nicht mehr so nett mit dir sein. Clover ist auf die Bühne getreten. Wir haben ein langes Thema für ihn. Wir raten sein Lieblingsding. Und ihr verteidigt euch, schätze ich. Wähle etwas, was Clover mag. Sandwiches. Das stimmt! Nicht schlecht. Ist schon okay. Wie gut kennst du uns? Tut mir leid. Weiß gar nichts, du Idiot. Ach, so viele Bullets. Mein Gott. Bullet Hell! Clover, hör auf! Böse. Böser Clover. Topic Long. Wähle etwas, was Clover mag. Starwalker, Bäume, die Nummer 4. Sagen wir mal Bäume.
Das ist richtig. Nicht schlecht, ist schon okay. Schönes Dojo heute. Was, das ist schrecklich. Bitte hört auf, ihr beiden. Spalten sich die Dinge einfach auf. Frechheit. Solange sie alle nur aus einer Richtung kommen, ist ja relativ simpel. Okay, nochmal. Will ein Thema. Waffen, Löcher, Clowns. Clowns? Nein, danke, falsch. Ist es so schlimm? Scheinbar mag Clover keine Clowns. Gut, zugegebenermaßen, wer mag schon Clowns? Aber ich dachte vielleicht wegen Javel und so. Vielleicht mögen sie ja Clowns. Schätze, ich kenne Clover nicht gut genug. Geburtstage, Clown, Müll. Ich bin mir sicher, Geburtstage mag Clover. Ist das richtig? Nicht schlecht, ist schon okay. Okay, war es das jetzt? Ich schätze mal noch nicht. Haben wir die 100% erreicht gehabt oder fehlen uns irgendwie 5%? Clover streitet sich, wessen Zahnbürste wessen ist. Okay, wir müssen noch einmal richtig raten. Sandpapier, Clowns, Familie. Familie? Das ist richtig, nicht schlecht, ist okay. Schönes Dojo heute, ja. Okay, Clover ist erfreut. Dann können wir Clover ja gleich wieder sperren. Den haben wir in Kapitel 1 schon mal besiegt, auf ähnliche Art und Weise. In Kapitel 1 hatten wir, glaube ich, noch eine kleinere Party an der Stelle. Beziehungsweise mussten vor Susie warnen. Ein großartiger Kampf. Wie versprochen, ist hier deine Belohnung. Du hast ein Club-Sandwich erhalten. Cool. Haben wir jetzt zwei von den Club-Switches, die besser sind als im letzten Kapitel? Ja, haben wir. Wie nett, wie nett. Theoretisch hätten wir aus dem letzten Kapitel auch zwei Revivements mitbringen können. Ich weiß, dass ich ein Revivement gegen Javel gebraucht habe. Aber so unglaublich schlimm wird das schon nicht sein. Bau, bau! Ich bin bloß ein Block! Boah! Ja. Ich würde sagen, das ist dann eine nette Gelegenheit, um mal eben schnell hier zu speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Rest dieser Stadt hier erkunden werden, nachdem wir die ganzen Challenges jetzt hier gemacht haben und unser Inventar zusammen fusioniert haben. Wie immer frisst Deltarune mit seinem ganzen Flavortext all die Zeit, bis man tatsächlich mal vorankommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, see ya!